Hallo? Hallo, ist da der Herr Grünfeld? Jo. Hallo. Herr Volker, ne? Ja, Herr Varuna. So, wie sieht's denn bei ihm momentan mit Arbeit aus, wenn man fragen darf? Arbeit ist ein gutes Stichwort. Ich hätte da eventuell ein Angebot für Sie. So, ich bin gerade auf dem Weg bei ihm. Ich bin gleich bei ihm. Ah, sind Sie zu Fuß unterwegs? Oh Zu ja. Gut für die Fuß? Figur. Ernsthaft? Gut für die Figur. Steckt durch den Wald, steckt auf der Straße. Sind Sie aber eine ganze Menge. Wo waren Sie? Sie waren doch beim LU letzte Ja, Woche. das ist fertig. Okay. Das ist ganz. Also Sie kommen, Sie wissen, wo ich bin. Ich bin nämlich im Wald gerade. Ja. Bin ja fast dran. Okay, ich War hätte auf da mein nämlich. Navi. Dann, Oh, bin fast da. Okay, dann würde ich hier noch ein bisschen warten und dann reden wir gleich. Okay. Dann. Gut, tschüss. Tschüss. Ich glaube, ich nehme die Palette und probiere sie mal hinten drauf zu machen. Hinten drauf zu laden. Nein! Ach, dieser Anhänger, ey. So, jetzt ist nun die Frage, ob er die hier, ob er da irgendwie Probleme macht. Volker Varuna, hallo? Hallo Herr Varuna, Hallo. ich wollte Sie einfach mal fragen, da haben wir eigentlich einen Bürgermeister? Nein, wir haben einen Gemeinderat. Ja, das weiß ich. Ja. Wieso fragen Sie dann nach einem Bürgermeister? Weil ich bisher noch keinen gesehen habe, ich dachte, vielleicht gibt es einen, der sich noch nicht gezeigt sehen würde. Nein, das ist Vorgestellt hat. im Grünfelder Land ist es über den Gemeinderat geregelt. Ah, okay. Wir Kostet sind ja auch nicht. hier, wir wollen hier ja keine Diktatur oder so haben. Ja, klar. Ist mir gar nicht. Ich meinte nur, vielleicht ein Bürgermeister, der uns auf Landesebene mehr vertritt, verstehen Sie? Nein. Achso, okay. Gut, nee, das ist doch schön für dich. Ja, was wollen Sie denn damit andeuten? Nee, dass ich gerade mal vielleicht nächste Wahl macht, es noch keinen gegeben hätte, dass es immer noch den gibt. Die Wahlen waren. Die haben Sie Ja, für den vielleicht nicht Gemeinderat. mitbekommen. Ja. Für den Gemeinderat, ja. Ja. Jetzt soll ich fragen, ja, ob es einen vielleicht für den Bürgermeister. Gemeinde. Einsetzt, ja vielleicht auch noch gelegt werden sollte, beziehungsweise wie es ist, aber man mich sie nicht vorgestellt hat. Sollte ich aber dann auch mal nachfragen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie reden Chinesisch. Wir in der Gemeinde Grünfelder Land werden, oder die Gemeinde wird vertreten, oder kann ihre Anliegen an den Gemeinderat richten. Da drin ist der Herr Neumann, der Herr Lukas Müller und ich. Okay. Einen Bürgermeister gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Das Okay. hat man früher mal, aber da das zu diktatorischen Verhältnissen geführt hat, haben wir das wieder abgeschafft. Ach so, okay. Perfekt.
Ja. Dann, schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Tschüss. Jetzt ist halt die Frage, wo ist der denn? Ah! Da bist du ja. Hallo, Herr Fugger. Hi. Oh, ups. Das war ein schöner Marsch. Das denke ich mir. Wollmoff, nimmst du mal gerade den Traktor hier? Fährst die Straße hier links vor, dann gleich wieder links und dann auf meinen Hof. Ich laufe mal ein Stück, weil du kannst jetzt, glaube ich, jetzt mal ein bisschen ausruhen. Wollen Sie nicht mitfahren oder hinten rauf auf dem Hänger? Nee, das ist mir zu unsicher. Okay. Bisschen joggen tut auch gut. Dann mache ich gleich mal ein Käffchen noch. Würde das sich bestimmt auch freuen. Oh ja, da steht das Geile. Der geile alte Dinger hier. So, Attacke. Den stelle ich gerade mal rüber. Ah, schönes Teil hier. Richtig nostalgisch. Den ganzen Kram mal da stehen lassen. Oh, ne? So. Hier, das ist mein neuer Traktor. Also, mein neuer alter. Aber zum Düngen ist der völlig ausreichend. Das stimmt. Kenn ich sogar den Fiat. Fährt zwar nicht so schnell, aber reicht aus. Ja, auf jeden Fall. So. Das mit Fach. Zack. So. Gut, dann komm mal rein. Ich mach mal gerade noch einen Kaffee. Oh ja. Aussehen, ne? Ja, bitte. Deine sehen nicht mehr so frisch aus, deine Schuhe. Morgentau und so. So, blablabla. Hier dein Kaffee, Albert, setz dich. Folge Varuna, hallo. Hallo Varuna. Hi. Und zwar, ich habe jetzt einen Hof gewechselt, also beziehungsweise mein Job beim LU gekündigt. Hm. Habe ein besseres Angebot beim Kuhhof bekommen. Hm. Lass ich das mal noch so umschreiben. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Sollte ich ihn so vom Herkibert, vom Harry aufrichten? Interessiert mich trotzdem nicht. Gut. Tschüss. Ja, dann. Ciao. Ich brauche einen Kaffee. So, also, komm mal mit rüber, Albert. Ich habe da ein Angebot für dich. Setzen wir uns hier mal gemütlich hin. Dann können wir da in Ruhe drüber reden. Hier rein. Ja, genau. So, ich habe nämlich ein kleines Problem. Ich habe ja, wie du wahrscheinlich weißt, die Fahrschule. Ich habe unten das Sägewerk in meinem Besitz
und die Palettenproduktion in meinem Besitz. Und das ist für mich ziemlich viel Arbeit. Ja, deshalb wäre mein Vorschlag an dich, dass ich dich bei mir fest einstelle und du alles Landwirtschaftliche machst. Oh, das hört sich gut an. Je nachdem, wie es läuft, keine Ahnung, machen wir teilen wir dann. Da wären wir uns, ich würde sagen, da wären wir uns schon einig. Erstmal sehen, wie es läuft. Jo, also das wäre auf jeden Fall mein Angebot an dich. Du kümmerst dich einfach um die Felderwirtschaft. Wenn wir genügend Geld haben, dann gucken wir, wie wir uns erweitern und vergrößern können. Das war auch natürlich... Du können wir ja sagen zu uns, ja, ich bin der Volker. Hi. Hast du eigentlich hier... Ich habe noch gar nicht ganz genau geschaut auf Viehzeug. Nee, Vieh hab ich gar nicht. Was ich mir überlegt habe, ist, ob ich mir vielleicht vom Jürgen noch einen Hühnerstall hinstellen lasse. Aber warte mal, da muss ich gerade mal in den Katalog gucken. Ich hole mal gerade rüber hier. Moment. So, da ist es. So, hier, Katalog auf den Tisch. Ja, das überlege ich mir, ob ich mir da so vielleicht, wenn wir 40.000 Euro irgendwie auftreiben könnten, ob wir uns dann einen großen Hühnerstall irgendwo hinstellen. Oh, wenn der Platz da ist, ne? Ja, das ist natürlich die Frage. Aber da muss ich dann mit dem Jürgen nochmal schwätzen. Also das wäre eine Überlegung. Ja. Felder, wie viel hast du da eigentlich nochmal? Im Moment nur die 109. Da sollten wir uns relativ bald noch erweitern. Ach, hier, das ist ja das Feld neben den Händlern, ne? Genau. Ich meine, was so möglich wäre die 110. Aber die kostet halt auch schon wieder 300.000. Moment, Telefon. Volker Varuna, hallo? Hallo, ich ist der Neumann. Hallo. Ich weiß nicht, ob du das schon in der Dings gelesen hast, in der What's Farm. Nope. Aber ja, der Polizist sucht angeblich nach mir, aber hat vorhin eben zu mir gesagt, ich wäre entlassen. Und dann hat er ohne Grund meine Reifen geschossen. Und deswegen möchte ich meinen Antrag gegen den Herrn Fabian Stromberger stellen. Das ist schon die zweite Beschwerde, die, glaube ich, bei mir gegen ihn eingeht. Da müssten wir uns mal zusammensetzen. Ich muss demnächst nach Helmbergen. Könnten wir uns dort dann treffen? Jo, die Rechnung wird auf jeden Fall teuer. Ja, lass beim Jürgen reparieren und dann geht die Rechnung an die Gemeinde. Jo. Passt. Okay. Gut, dann bis nachher mal. Aber es kann noch ein bisschen dauern bei mir. Okay, dann rufst du einfach an. Jupp. Warte mal, hast du eine andere Frage? Was? Oder warte. Nee, passt. Okay. Passt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. 109, ja. Komm mal erstmal zu dir. Hm? Nee. Wie bitte? Ach so. Ja, komm mal rüber. Was hat der Grüne, ne? Jo. So. Im Moment. Ich habe vorhin mal gesehen. Feld 119 oder hast du da gehört? Ne? Das muss auf dem Unkraut drauf, ne? Da braucht so eine. Die 109 meinst du? Ja, oder 119. War doch dein Feld, ne? 109. Ja, das Problem ist, wir haben ja gerade kein Geld.
Und ich muss eigentlich noch 6.000 an das LU zahlen, weil die haben mir das Feld vorhin nochmal gedüngt. Hätte ich das Angebot gestern oder vorgestern schon an dich gemacht, dann wäre das einfacher gewesen. Dann Na hätte ich gut, da. einmal kann man das verkraften. Jo. Ich muss jetzt auf jeden Fall gleich mal los zum Herrn Hofer in die Molkerei, weil dem muss ich Paletten bringen. Weiß nur noch Jetzt erstmal nicht. fest auf deinen Hof, ne? Ja. Weiß nur noch nicht, was für einen Preis ich dem mache. Meinst du, 1000 Euro pro Palette ist zu viel? Und dann muss Hä? den ja entgegenkommen oder auch nicht. Der Paletten alles, ne? Ja. Na, ich probiere es mal mit 1000. Wenn das zahlt, ist gut. Dann werden. Runtergehen kann man immer noch. Jo, beziehungsweise 1100, weil ich muss dann noch 10% Steuern zahlen. Oder 1200. Nee, 1100 probiere ich mal. Okay, dann mache ich mal los. Du kannst einfach mal gucken. Was man auch noch tun könnte, ist oben beim. Ach, da müsste schon wieder laufen. Oder du fährst mal mit dem. Ups, warte mal. Nee, er hat keinen Beifahrersitz, schade. Oben beim Waldstück steht nämlich noch ein Auto. Der Golf, der müsste noch irgendwie mal hier runter. Kannst aber auch mal die Maschinen checken, was da noch alles drin ist. Okay. Weg, ne? Wie bitte? Auf dem Weg, ne? Jo, mach mal. Ja, dann hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit. Jo, wünsche ich auch. Denn war doch ein gutes Angebot. Ich denke, das wird ganz, ganz gut sein. Schönes großes Silo. Ja, Deswegen habe ich vielleicht. erst gedacht, hier ist so eine Art Schale oder sowas hier noch. Nee. Ich bin War ja auch auch nicht gerade schon schlecht. am Überlegen, wo man denn eventuell einen Hühnerstall hinkriegen. Hier an der Seite. Wo bist du denn? Ach so, da. Oder Ja. hier. Oder Hier hier so. wahrscheinlich am Weil Platz ist ehesten. ja, ne? Ja. Ja, Das die gucken wir bringen. mal. Na gut. Und dann bis Bis später später. erstmal. Ich mache Tschüss. mir erstmal auf. Jo.